Aufmunitionieren, los, aufmunitionieren. Das richtige Magazin nehmen, aufmunitionieren. Eine Patrone nach dem anderen. Nicht so zaghaft. Ein Schießübungsplatz bei Berlin. Irmgard Gessner kriegt die Patronen nicht ins Magazin. Schnelles Laden auch unter Druck, gehört aber zu ihrem Ausbildungsprogramm. Personenschützerin will die 33-Jährige werden und ihr Ausbilder kennt kein Pardon. Raus mit der Patrone, meine Güte, nee. Machen Sie mal 5 Liegestütze zwischendurch. Los, runter. Los, 5 Liegestütze und pronto. Und ziehen Sie dabei. 3, 4, 5. Und aufmunitionieren. Und aufmunitionieren. Wie viele Patronen haben Sie jetzt drin? Sie werden doch 3 Patronen ins Magazin bekommen. Das darf doch nicht Ihr Ernst sein. Ich denke, Sie wollen Personenschützerin werden. Jesus Christ. Wie viel haben wir jetzt drin? Wie viel? 3? Immer noch? Vielleicht doch lieber Haare schneiden? Vom Haareschneiden versteht Irmgard nämlich mehr als vom Schießen. Als gelernte Friseurin und alleinerziehende Mutter will sie aber nun umsatteln auf Bodyguard. Personenschutz ist einfach für mich was Besonderes. Es ist einfach nicht jetzt ein Job, den man jetzt mal so nebenbei mal schnell macht, wie eine Verkäuferin oder ein Bäcker, sondern das ist in der Sicherheitsbranche und da ist schon so ein bisschen Nervenkitzel mit bei. Und genau das brauche ich einfach, diesen Nervenkitzel. Und davon bekommt sie reichlich bei ihrer Ausbildung. 6 Monate lang üben die zukünftigen Personenschützer immer wieder klassische Gefahrensituationen, zum Beispiel einen VIP sicher ins Gebäude geleiten. Ob und von wo ein Angriff kommt, wissen sie nicht. Geschossen wird zwar nur mit Plastikkugeln, trotzdem rast der Puls bei Irmgard Gessner. Es knallt auf einmal und man muss sofort reagieren. Und handeln. Das ist manchmal natürlich schwer. Steht man manchmal da? Von ihrem schnellen Eingreifen bei einem Attentat kann ein Menschenleben abhängen. Deswegen geraten die zukünftigen Bodyguards immer wieder unter Beschuss. Richtiges Verhalten bei Angriff soll einfach sitzen. Wer getroffen wird, gilt als verletzt. Zumindest wird hier die Schutzperson in Sicherheit gebracht. Der Anführer des Teams hat da weniger Glück. Seine Leute lassen ihn erst mit Beinschuss zurück und dann nichts mehr von sich hören. Für seine Azubi-Truppe findet der Ausbilder wenig freundliche Worte. Ihr sitzt schon hier. In Deckung, super Lösung, ja. Aber alle zusammen und da liegt in der Mitte ein blutender Kommandoführer und verlangt von euch einfach nur eine Lagemeldung, ob du noch da bist, ob du was siehst oder was auch immer. Und ihr sitzt hier wie versteinert. Er war nicht zufrieden jetzt mit der Aktion, die wir hier gemacht haben, hat nicht gut geklappt. Das müssen wir jetzt nochmal machen. Stundenlange Übungen, dazu Nahkampf, Schießen, Theorie, eine knallharte Ausbildung. Man muss sich viel merken und das in die Tat umzusetzen, ist schon etwas schwierig. Haben Sie denn schon den ersten Eindruck, ob jetzt zum Beispiel Frauen da ganz gut mithalten können nach Ihrer Erfahrung? Nach meiner Erfahrung in den letzten Jahr? Nee. Allein der Sporttest. Das Laufen, der Kampfsport. Es ist hart für Frauen, härter als für Männer. Bei vielen Übungen, zum Beispiel die Schutzperson schnell umhebeln, braucht es Kraft und Nachhilfe für Irmgard. Angriff von vorne. Das heißt, du packst die da beim Gürtel, nimmst diesen Ober, der ist da zum Ausheben, dann hebst du ihn aus, legst sie hin, steigst drüber und deckst da komplett ab. Die dreifache Mutter steht am Anfang ihrer Ausbildung. Dass sie außerdem noch klein und zierlich ist, macht es nicht gerade leichter für sie. Es kommt immer auf das Verhältnis des Gewichtes drauf an. Also es ist für die Frau Gessner dementsprechend schwer, wenn man etwas eine kräftigere Schutzperson hat. Und sie kann das mit Taktik, kann sie das dann wieder gut machen. Aber es ist halt dementsprechend schwerer, als wenn ein kräftiger Mann wenig Sicherheit bringt. Also sie muss da schon mehr trainieren und richtig dran Gas geben, dass sie so eine Person in Sicherheit bringt. Gibt es vielleicht auch Vorteile, die Frauen haben? Bestimmt. Kennen Sie auch einen? Einfach den Fuß hoch rüberziehend einsetzen. Klein fliegen, schnell. Das würde ich als Vorteile nennen. Los! 1, 2. Als ob das Ganze nicht schon anstrengend genug wäre, gibt es auch noch bei jedem kleinen Fehler eine Kollektivstrafe. 50 Liegestütze als erzieherische Maßnahme. Diese Liegestütze, 50 Stück, und davon mehrmals am Tag, ist dann schon
zwischendurch dann doch ein bisschen körperlich anstrengend. 50 ist bei uns so eine magische Zahl. Ja, falscher Anzug, zu spät kommen. Ist halt hier nichts mit kein Bienchen oder sonstiges im Muttiheft, sondern gibt es halt 50. Und das schon macht die Kondition besser und, ja, und schweißt auch das Team zusammen. Knapp 5.000 Euro kostet der Lehrgang, finanziert von der Bundesagentur für Arbeit. Die musste Irmgard Gessner erstmal davon überzeugen, dass sie zum Bodyguard taugt. Das war schon immer so, dass ich mit offenen Augen durch die Welt gehe und mich, ja, auch jetzt, wenn auf der Straße was passiert, immer mich angesprochen gefühlt habe, um gleich zu helfen. Und daher finde ich, ist der Personenschutz genau geeignet für mich. Kleines, zierliches Mädchen, sage ich mal, und dann im Personenschutz können die meisten sich nicht vorstellen. Da muss ich sie natürlich vom Gegenteil beweisen, dass es dann doch geht. Aber erstmal sind jetzt ihre Kinder an der Reihe. Es ist 5:30. 9 Stunden in einer reinen Männerwelt, in der sie hart und tough auftreten muss, liegen hinter ihr. Irmgard Gessner holt ihren ältesten Sohn aus dem Hort. Danach geht es weiter in die Kita, wo seine 2 Brüder warten. Irmgard Gessner ist alleinerziehend. Die Kinder sehen ihre Mutter wenig während des Lehrgangs. Für sie sind die langen Arbeitszeiten ungewohnt, aber sie passen sich allmählich an. Von der Zeit her ist es jetzt ganz gut geklappt, weil der Hort hat bis 18 Uhr auf. Das habe ich heute gut geschafft. Und die Kita bis 20 Uhr auf. Das war heute zeitlich gesehen gut. Wenn ich jetzt mal beim Lehrgang bis 18 Uhr bleiben muss, dann springt der Papa ein und holt die Kinder ab. Irmgard Gessner ist nach ihrer Trennung in eine 2-Zimmer-Wohnung umgezogen. Sie hat sich und ihren Kindern ein gemütliches Nest gebaut, kümmert sich sehr liebevoll um ihre 3 Söhne. Sie ist gern Mutter und schon bald ein lebender Schutzschild. Wie passt das zusammen? Verletzungen kann mir auch passieren, wenn ich jetzt rausgehe oder nur aus der Tür rausgehe, aus der Wohnungstür, und ich kann die Treppen, sage ich jetzt mal, runterfallen, dann bin ich genauso verletzt. Oder wie in jedem Beruf kann man sich halt verletzen. Also ich denke mal, die Gefahr ist überall da. Es ist mein Traumberuf, den ich jetzt machen möchte, und das werde ich bis zum Schluss machen. Immerhin hatte die 33-Jährige schon in ihrer Jugend einen Berufswunsch, der dem des Personenschützers sogar ein bisschen ähnelt. Mein Traumberuf war es, zur Polizei zu gehen, wo ich mich auch beworben habe und sie mich nicht wollten. Warum? Aus meiner Augen. Ich bin kurzsichtig und es war für sie einfach eine Begründung, dass sie mich nicht nehmen möchten. Irmgard hatte sich keine Alternative überlegt, ihre Mutter allerdings schon. Und so lernte die Tochter eben Friseurin mit wenig Begeisterung. Das ist jetzt nicht mein Traumberuf und Traumwunsch gewesen, mit Haaren zu tun und Kosmetik und Schminken und die anderen verwöhnt. Das passte nicht zu mir eigentlich. Jetzt also der Anlauf für den Traumjob, bei dem die ehemalige Friseurin beweisen muss, dass sie genauso gut und ausdauernd ist wie die Männer. Gas, 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 Gas! Das Ziel? 5 Kilometer in nur 26 Minuten. Wer das nach 6 Monaten nicht schafft, geht ohne Zertifikat nach Hause. Frau Gessner ist zwar zierlich, aber sie ist sehr drahtig. Ja, Sie haben ja gesehen, sie hat also, ich glaube, eine 28er Zeit gelaufen. Da gibt es Männer, die sind sportlicher, schaffen das aber bei Weitem nicht. Sie hat also jetzt 6 Monate Zeit und dann kommt sie auf eine gute 26, ich würde sogar sagen auf eine 24er Zeit. Das ist diese sportliche Aktivität und das schaffe ich. Trotzdem weiter trainieren, immer wieder. Als Abschluss noch mal 50 schöne Kniebeugen. Ja? Wir fangen wieder von euch aus rechts an mit dem Zählen. Hände schön in den Nacken. Das gilt auch für Sie, Frau Gessner. Ja? Frauen sind noch immer die Ausnahme im Personenschutz. Ihr Handicap ist vor allem ihre Größe. Ein kleiner Bodyguard ist ein zu kleiner Schutzschild. Warum also bildet Torben Meyer Irmgard aus?
Die Größe ist natürlich auch abhängig von der Schutzperson. Es gibt aber Asiaten und gerade der Markt ist jetzt eben so aufgestellt, dass händeringend weibliche Personenschützerinnen gesucht werden. Ich muss leider sagen, eher gesucht werden als männliche Personenschützer. Und da hat sie alle Möglichkeiten. Gerade gut betuchte Familien, die haben immer den Anspruch auf Sicherheitsberatung, also irgendwelche Consultants nennt man das dann auch, und die sich dann um die Kinder kümmern. Und da ist die Größe absolut ausreichend, absolut entsprechend. Und das Schöne an ihr ist natürlich, dass sie sehr, sehr unauffällig ist. Und das ist im Personenschutz natürlich das Wichtigste, dass wir sehr unauffällig sind. Ein Personenschützer soll gefährliche Situationen sofort entschärfen. Nach dem Mittagessen geht es deswegen mit Nahkampf weiter. Ja, zugleich runter, aus. Es reicht nicht, die Abläufe nur zu kennen. Wenn sie die Prüfung in einem halben Jahr ablegen will, muss Irmgard Gessner alle Griffe routiniert beherrschen. Ich habe damit vorher noch nie zu tun gehabt und das wird mir jetzt beigebracht, wie das funktioniert. Und das muss ich jetzt erstmal schauen, wie das geht und auch selber probieren. Ja, es ist natürlich hier schwierig, in der kurzen Zeit mit wenig Grundlagen so zu arbeiten, dass wir hinterher auch ein brauchbares Ergebnis haben. Brauchbar heißt natürlich, dass sie dann also ihre gelernten Sachen anwenden kann, dass sie praxistauglich sind. Nicht nur die Praxis, auch die Theorie steht auf dem Programm und wird ständig schriftlich abgefragt. Am Abend geht Irmgard ihre Unterlagen durch. Wo und in welcher Reihenfolge sucht man im Auto nach Sprengsätzen? Welche taktischen Maßnahmen ergreift man gegen mögliche Einzeltäter? Diese schriftliche Prüfung, das ist jetzt, was ich in diesem einen Monat gelernt habe. Und das ist jetzt ein Test für mich, wie weit ich bin, ob ich das jetzt gut alles verstanden habe oder nicht. Bis in den späten Abend wird die Alleinerziehende büffeln. Um 5 Uhr morgens ist sie aufgestanden, um das Frühstück für die Kinder vorzubereiten. Ein langer Tag. Wenn ich abends im Bett liege, dann spürt man schon seine Knochen und ist eigentlich froh, dass man liegt und sich ausruhen kann. Der nächste Morgen. In der Sicherheitsakademie in Berlin herrscht Nervosität. Auch Irmgard Gessner beginnt zu zweifeln. Der Chef persönlich hat den schriftlichen Test ausgesucht. Torben Meyer, Gründer der Akademie, wird von allen bewundert und auch ein bisschen gefürchtet. Alles auf! So, Kameraden, Theorie, Prüfung, bitte nehmt Platz. Ihr wisst, ihr habt 90 Minuten, alle Unterlagen kommen vom Tisch, alles. Es liegt auf dem Tisch nur ein Bleistift. Irmgard Gessner ist gut vorbereitet, dachte sie. Denn der Test ist noch komplizierter als befürchtet. Wenn sie ihn nicht meistert, könnte es mit dem Traumjob schnell vorbei sein. Wie ist es gelaufen? Nicht so gut. Unsicheres Gefühl. Was schwierig? Die Sätze waren halt etwas komplizierter beschrieben und die habe ich nicht gleich auf Anhieb verstanden. Ich musste des Öfteren mehr überlegen und deswegen habe ich jetzt eine große Unsicherheit, ob es jetzt gut war oder nicht. Die Theorie in der Praxis umzusetzen, genau das eben zu verkörpern, was man in der Theorie gelernt hat. Wie schaut man, wie stellt man sich? Da stellt sich der eine oder andere doch immer ein bisschen komisch an oder auch ein bisschen schwerfällig. Und das kann durchaus sein, dass sie da auch Probleme hat. Gerade nach vorne und jetzt 8 Schuss Einzelfeuer, los! Schießtraining. Natürlich hatte Irmgard vorher noch nie eine Waffe in der Hand. Vielleicht treffen Sie auch mal was. Meine Güte, nicht ein. So. Schauen wir uns das Trefferbild mal an. Ihre Treffer sind hier. Gar nichts, desaströs. Ja? Das heißt also, der Gegner würde Sie weiter bekämpfen. Und Ihre Schutzperson würde wahrscheinlich auf der Strecke bleiben. Das viele Gebrülle und die teils absurden Befehle sollen die Auszubildenden abhärten. Sie befähigen auch unter großem Stress noch sicher zu schießen und zu reagieren. Sie weiß, warum sie hier ist. Und bei dem einen oder anderen bin ich mir da nicht immer sicher. Aber wenn jemand weiß, warum er hier ist und vom ersten bis zum letzten Tag diese Ausbildung auch konzentriert durchzieht, dann wird das auch am Ende mit Erfolg bekrönt sein. Ich bin ein sehr kämpferischer Mensch. Das heißt, ich gebe nicht auf. Also ich mache wirklich bis zum Schluss, bis ich das erreicht habe, mein Ziel. Kreisfahrer Sport, her mit
In 5 Monaten wird Irmgard Gessner ihre Prüfung zur Personenschützerin ablegen. Dann weiß sie, ob sie hart genug gelernt und geübt hat. Und vielleicht hat sich dann der erste Schritt zu ihrem Traum erfüllt, einem Leben als Bodyguard.